meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ottos Wohnzimmer ist heute sehr kunstvoll und sehr modern. Nicht unsere Umgebung hier im Hundertwasserhaus in der Galerie ist sehr modern, sondern auch meine Gäste heute sind richtig modern und up to date und die blicken beide in die Zukunft. Ich freue mich, dass Stefan Haberkorn, ein Virtual Reality Spezialist hier in Magdeburg, mein Gast ist und ein Bäcker der Zukunft, Markus Ostendorf. Herzlich willkommen, ihr beide. Darf ich mit dir anfangen, lieber Markus? Ein Bäcker, der nicht unbedingt wie ein Bäcker aussieht. Wie schafft man sich so ein Outfit? Wie schafft man sich so ein... Man denkt immer, ein Bäcker ist immer alt und immer mit viel Pulver hier, mit Mehlpulver ins Gesicht betupft und muss ganz schwer arbeiten. Wenn man dich sieht, du bist ein ganz normaler junger Mann, der ganz modern aussieht und hast bestimmt auch ein paar Tattoos irgendwo oder deine Frisur ist auf jeden Fall nicht gewöhnlich. Wie kamst du zu dem Bäcker? Beruf. Ich weiß, dass du deine Familie schon eine alte Tradition hat in dem Dorf, wo du wohnst. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, also Backen war eine in die Wiege gelegte Passion eigentlich. Das vom frühen Kindesalter mitgekriegt, bin dort aufgewachsen und habe mich dort eigentlich immer wohlgefühlt im Beruf, habe mich da jetzt nicht in irgendwelche anderen Bildungswege berufen gefühlt und bin eigentlich dort, fühle mich dort immer noch sehr wohl, bin dort sehr passioniert und schau, das Outfit, wie ist dazu gekommen? Früher konnte man als Bäcker vielleicht so rumrennen, ein bisschen studerig, mehlig, aussehend, aber das ist nicht meins, finde ich nicht richtig, weil ich möchte was nach außen transportieren. Ich möchte das transportieren, dass wir eine moderne Bäckerei sind, dass wir innovative, gute Produkte machen und vor allen Dingen, dass wir eine sehr saubere Backstube sind. Nur in einer sauberen Backstube, in einer sauberen Umgebung kann ich gute Produkte quasi produzieren und für meine Qualität stehen. Und da kann man nicht rumrennen, meiner Meinung nach, wie ein Lumpenstrumpf. Man kann ein bisschen provozieren mit einer komischen Frisur, mit ein paar Tätowierungen kann man provozieren, aber ich möchte doch über mein Äußeres kommunizieren, dass man auch Ordnung im Chaos haben kann. Ja, ein Bäcker muss immer früh aufstehen, wie viel ich weiß. Ich habe mal früher in einem Bäckerhaus gewohnt, also der hatte seinen Laden da vorne weg und ich weiß, dass immer mal um 3 Uhr hat schon mal so geduftet und das heißt, er war schon wach, er war schon im Gange. Wann muss heutzutage ein Bäcker aufstehen? Das Bäckerleben ist immer noch in der Nacht, das findet dort statt. Es gibt so einen schönen Spruch, das Bäckerleben hat Gott gegeben, das Backen in der Nacht der Teufel erdacht. Daran hat sich noch nicht viel geändert. Wir arbeiten sehr modern, liniengesteuert, es geht viel über die Kühlanlagen, wo Kuchen und Co. jetzt schon drin stehen für einen Donnerstag, so wir produzieren davor. Da steckt viel Intelligenz hinter, viel Rationalisierung hinter, die im Handwerk nötig ist, um die Waren weiter zu produzieren, aber es muss immer noch in der Nacht gebacken werden. Das heißt, wann musst du aufstehen? So. Oder gehst du überhaupt schlafen? Na klar. Schläft dein Bäcker? Ja, er schläft sogar sehr früh und sehr, sehr gerne, auch nachmittags, aber mein Arbeitstag startet so um 3, um 2, Samstag immer um 1. Boah, das ist aber schon hart. Na, was ist da hart dran? Das ist Gewohnheit. Man gewöhnt sich an. Aber du kennst nicht anders. Ich kenne es schon anders. Ich mache ja auch mal Urlaub und so. Ich schlafe ja auch mal anders. Aber mir macht das so, das ist okay für mich, das ist mein Leben. Ich mache das ja gerne. Es ist nicht so, dass ich mich damit rausquäle. Klar, man mal einen Tag, wo man ein bisschen länger braucht, um aus dem Bett zu kommen. Aber nee, ist in Ordnung für mich. Ich trinke da morgens erst in Ruhe meinen Kaffee. Ja. Aber ich glaube, in deinem Bekanntenkreis beneidet dich niemand, dass du so diese Arbeitszeiten hast, oder? Nein. Die Köche, die ich so kenne, die fragen immer, wie kommst du so früh raus? Wenn du anfängst zu arbeiten, bin ich gerade eine Stunde zu Hause. Ich sage, ja, aber andersrum, ihr müsst viel länger da bleiben. Ich sage, müsst ihr so sehen. Ich bin Mittag mit meiner ersten Arbeit so durch die Anlage, was so im Betrieb zu produzieren war. Dann geht es um die Nachbereitung, nachmittags und abends. Das ist in Ordnung für mich. Nicht nur dein Aussehen ist kreativ, sondern auch die Produkte, die du in der Bäckerei deiner Mutter, muss man vorm halber nochmal sagen, genau. Also es ist nicht deine eigene Bäckerei, sondern du bist angestellter Bäcker bei deiner Mutter, die auch das Betrieb von ihrem Vater übernommen hatte. Genau. Also kreative Produkte, also ihr habt ganz normale Brötchen und ganz normale Brot und Kuchen, also ich dürfte auch mal davon was essen, aber ich dürfte auch, zum ersten Mal habe ich dich wahrgenommen auf der Hubbrücke
Weihnachten. Da gab es so einen spontanen Weihnachtsmarkt und dort warst du mit deinem Stand. Und zum ersten Mal konnte ich Brot oder ein Baguette mit Tintenfisch essen und Kurkuma. Was ist das und warum macht man sowas heutzutage? Ist das ein neuer Trend? Wollen die Leute überhaupt sowas essen oder sagen, Gott bewahre, ich möchte mein ganz normales Brot und Brötchen essen und mehr nicht? Ganz normale Brot und Brötchen haben hier in der Region, sind hier althergebracht, haben immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Das jetzt ins Abseits zu stellen, wäre verkehrt. Ein gutes Schnittbrötchen, eine Semmel, ein Roggenmischbrot ist sehr wichtig. Da steckt bei uns sehr viel Intelligenz hinter, um die Qualität dort hochzuhalten. Das ist uns sehr wichtig. Aber als Bäcker, um ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, um sich quasi von einem Discounter abzuheben, wie Lidl, Edeka, um einen Discounter zu nennen, muss man Alleinstellungsmerkmale in seinem Regal schaffen. Und die Alleinstellungsmerkmale schafft man sich durch kreative Produkte, durch innovative Produkte. Und da habe ich mal ein paar Lehrgänge besucht, wurde in meinem Meisterkurs, den ich in Sachsen gemacht habe, da auch sehr viel durch die Gegend gescheucht in der Schule. Die machen das sehr gut. Und da bin ich über so ein paar kreative, wirklich aber kreative Köpfe gestolpert und habe mir dort sehr viele Inspirationen gesucht. Und unser Portfolio im Betrieb da so auch hin ausgelegt. Das hat damit zu tun, dass wir ja über solche Kreativprodukte, aber auch natürliche Produkte, da lege ich sehr viel Wert darauf, dass wir fast chemiefrei sind. Wir sind gerade dabei, Zucker zu reduzieren in den Backwaren oder palmfrittfrei den Betrieb zu kriegen. Da steckt sehr viel Intelligenz in der Natürlichkeit hinter, aber auch in der Kreativität. Es geht dabei auch um den Kunden von morgen, den wir darüber erreichen wollen. Ja, der sich halt mal weg von Roggenmischbrot und Brötchen ernähren will und kreative Produkte beim Bäcker sucht. Das kann man aber nicht jeden Tag essen, sondern man muss sich sowas gönnen können, was Gutes. Und wie oft wechselt ihr die Produkte? Wie viele Produkte habt ihr überhaupt im Angebot? Oh, ich glaub, mit Saisonartikel sollten wir bei 350 Backwaren sein. Wahnsinn. Also das sind jetzt Brot, Brötchen, Kuchen. Und das in einem kleinen Dorf bei Magdeburg, also nicht mal in der Landeshauptstadt direkt, aber viele Kunden kommen zu euch und wollen eure Produkte haben, die im Trend so sind. Ich weiß, dass du auch sehr modern bist, auch selber sehr handyaffin, computeraffin. Genau. Alle multimediale Produkte, die heutzutage gibt, auch Social Media, beherrschst du es aus dem FF. Genau, ja. Und ein Bäcker, wir haben einmal gesprochen, du hast gesagt, ja, ich muss was in der Cloud, in meine Cloud nochmal hochladen, weil ich irgendwelche Bedienungsanleitungen an eine andere Bäckerei weitergeben muss und so weiter. Warum macht man sowas? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ganz normaler Dorfbäcker sowas macht. Also es ging in erster Linie darum, dass wir uns zu einer guten Firmensoftware entschlossen haben, um eine Verarbeitungssicherheit sicherzustellen. Denn nur wenn ich Rezepturen für Produkte präzise erfasse, habe ich die Chance, ein reproduzierbares Ergebnis zu schaffen. Und dadurch brauchen wir eine vernünftige Software, haben uns da einen sehr guten Anbieter gesucht. Das kann noch viel mehr. Es geht dabei auch bei einer Verwaltungssoftware von unseren Rezepten um Deklaration. Die Allergene in der Bevölkerung werden immer mehr. Es geht um Nussallergien, es geht um Mehrallergien, Laktoseintoleranz, Zöliakien, die ich nicht bedienen kann. Um Himmels Willen, ich mache keine medizinisch sauberen Produkte. Aber das ist definitiv sehr nachgefragt in unserer Bevölkerung. Das ist nicht nur ein Trend. Aber früher gab es sowas nicht, Laktoseintoleranz, wenn du sagst. Und so viele Allergien und Intoleranzen gab es sowas früher nicht. Sondern es gab ein Produkt, ein ganz normales Brot und das hat man gegessen und alle haben überlebt. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Allergien und so viele. Aber das liegt daran, dass die Nachweismöglichkeiten von vielen Sachen sich auch sehr verändert haben. Die modernen Mehlzüchtungen zum Beispiel, wo der Mehlkörper in einem Getreidekorn immer größer gezüchtet wird, der bildet Zuckerstoffe zum Beispiel, die einige Menschen nicht vertragen. Das Verdauungssystem verträgt sie einfach nicht. Die müssen dann lang fermentierte Produkte essen. Das hat die Uni Hohenheim erst vor 2-3 Jahren nachgewiesen. Das ist ein aktuelles Thema. Da hat sich halt von den althergebrachten Sorten bis zum modernen Hybridgetreide sehr viel in unseren Rohstoffen verändert. Die Anforderungen ändern sich da auch immer noch jährlich, halbjährlich mit neuen Ernten. Und auf die müssen wir eingehen. Das kann man aber auch nur über, wie gesagt, eine präzise Erfassung und gutes Wissen, was man in der Cloud verstaut und auch mal parat hat, wenn Nachfragen kommen. Und ich habe ja nicht immer meinen ganzen Rechner zu Hause dabei. Du hast aber deinen Rechner fast immer mit, glaube ich, Stefan. Du bist der Experte schlechthin hier in Sachsen-Anhalt für Virtual Reality. Was heißt das für den Mensch, der noch nie gehört hat? Was ist das? Also
Erstens mal, mein Rechner kann ich leider nicht so einfach überall mit hinbringen, weil da braucht man so eine Grafikkarte mit 6 Lüftern drauf, die dann die Grafik halt erzeugt. Virtual Reality ist so eine Art computergenerierte Welt, die man erschafft, ähnlich wie bei Computerspielen, durch die man sich dann mittels einer Virtual Reality Brille interaktiv hindurch bewegen kann, also durch eine komplett künstlich erschaffene Welt, ähnlich wie bei Star Trek. Das wollte ich gerade sagen, meine Generation kennt noch Star Trek und es gibt da einen Hologrammraum, wo man in eine ganz andere Welt aber ohne Brille sich bewegen kann. Jetzt noch braucht man noch die Brille, irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr. Möglich, gut möglich. Also es gibt schon die ersten Forschungen in Richtung Kontaktlinsen, die dann wie Bildschirme funktionieren. Das funktioniert natürlich alles noch nicht so, wie es soll. Das ist eine Frage von jahrzehntelanger Entwicklung, bis das dann vielleicht mal auf Kontaktlinsen funktioniert. Und dann wäre es ja so, dass ich Sachen quasi in die Realität hineinprojizieren kann, wie bei einem Hologramm. Es wird auch an Hologrammen geforscht, aber da kriegen sie es gerade mal hin, ein paar Pixel per Plasmaerhitzung der Luft irgendwie zu generieren. Aber man ist da an ganz vielen verschiedenen Stellen gerade dran, sowas in die Richtung zu entwickeln. Das ist ganz spannend. Ja. Wie digital, wie virtuell ist Magdeburg? Wie up-to-date ist Magdeburg überhaupt im Vergleich mit anderen Städten? Haben wir überhaupt Möglichkeiten hier? Also wir haben hier genau die gleichen Möglichkeiten erstmal wie in ganz Deutschland. Sicherlich gibt es hier in Magdeburg ein bisschen weniger Strukturen als in anderen Ländern. Da ist ja China und Amerika ganz weit vorne, aber wir sind auf jeden Fall technologisch auf der gleichen Ebene wie alle anderen mit Visual Impression 360. Das heißt, wir arbeiten mit den gleichen Programmen, wir setzen die gleichen Workflows ein, wir erschaffen sozusagen auch quasi Apps und solche Sachen auf dem gleichen Niveau, wie es alle anderen auf der ganzen Welt machen. Ja, das heißt, wir stehen da in nichts irgendwem quasi zurück. Ja. Virtual Reality und auch digital zu sein, ist jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern auch ein Thema, was Senioren betrifft. Und du arbeitest gerade an einem Seniorenprogramm, ist das richtig? Das ist richtig. Also es ist eine App für die sogenannte Oculus Go Brille. Das ist eine sogenannte mobile Low-End Brille, eine, die keine Kabel braucht und ein Smartphone vorn fest verbaut hat. Und das ist ein Projekt für Maywood Media. Die haben ein Netzwerk gegründet, Netzwerk Medien und Pflege. Und die machen für besondere ausgewählte Pflegeeinrichtungen hier in Magdeburg entwickeln die diesen Prototypen und wir programmieren die App dafür. Das muss man sich so vorstellen, es werden 360 Grad Videospaziergänge aufgenommen am Dom, im Dom, im Zoo, im Stadtpark. Und dann werden diese riesengroßen Videos, die sind halt entsprechend sehr, sehr groß, weil die 360 Grad auch eine sehr große Auflösung dadurch haben. Und dann kann man die Brille aufsetzen und ohne viel Schnickschnack, also ohne Navigation und so, dass die Senioren das auch hinkriegen alleine oder halt gesteuert durchs Personal, können sich dann durch diese Videos quasi sich davon berieseln lassen oder einfach nochmal das Gefühl rauszukommen, was ja gar nicht der Fall ist, die kommen gar nicht mehr raus. Und es gibt auch viel zu wenig Personal, um das irgendwie zu gewährleisten. Und so geht es, ich sag mal, ich würde sagen 90% aller Senioren heutzutage. Und deswegen ist das für uns natürlich ein super Projekt, um ein bisschen zu unterstützen. Ja, aber das heißt auch, man könnte auch eine Welt, wie Magdeburg vor 100 Jahren existiert hat, und dort spazieren zu gehen. Wäre auch sowas möglich? Für ein Ingenieurbüro hier in Magdeburg setzen wir ja gerade eine Zeitreise ins Jahr 1630 um. Also Zerstörungs Magdeburg sozusagen. Die Zerstörung Magdeburgs, genau an den Tag, wo Tillys Truppen Magdeburg quasi angegriffen haben. Die haben ja vorher schon angegriffen, sind schon über 1000 Kugeln. Erobert, genau. Genau, die waren schon mitten im Zentrum. Das war schon die ganze Zeit am Laufen, Besetzung sozusagen. Und wir tauchen da halt direkt ein. Das sind dann keine 360-Grad-Videos, die da ablaufen auf der Brille, sondern das ist dann mit so einer Grafikkarte komplett computergenerierte virtuelle Realität und der Nutzer kann dann halt durchlaufen durch die Stadtstruktur, wie sie damals war. Wir haben das rekonstruiert anhand dieses Modells, was es im Museum hier gibt in Magdeburg, und haben uns mit ganz vielen Historikern zusammengesetzt und haben das rekonstruiert, wie es damals ausgesehen haben muss.
und haben auch einen Scan vom Magdeburger Dom gemacht, sind da mit der Drohne drumherum geflogen. Genau, da habe ich euch gesehen auf dem Domplatz, genau, mit einer Drohne geflogen, überall den Magdeburger Dom eingescannt und ich durfte auch am eure Rechner auch mal die echten Bilder dann, die entstanden sind. Dann. Wie entsteht so ein Bild? Gibt es eine bestimmte Software, die Bilder, die in der Luft aufgenommen sind, dann rekonstruiert oder wie soll ich mir das vorstellen? Das ist so, es gibt verschiedene Technologien. Wir arbeiten mit Fotogrammetrie hauptsächlich, aber auch mit Laserscans. Das kennt ja vielleicht der eine oder andere. Man muss sich das so vorstellen, bei Laserscans ist es so, es werden ganz viele Laser verschossen und je nachdem, wo die dann irgendwo auftreffen, wird ein Punkt generiert. So ähnlich ist das auch bei Fotogrammetrie. Da werden ganz, ganz viele Fotografien aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht und aus diesen vielen Fotografien wird auch ein Punktmodell erzeugt. Und dieses Punktmodell hat dann 500 Milliarden Punkte, ne, und entsprechend viele Flächen theoretisch. Dann errechnet der Computer über eine spezielle Software ein dreidimensionales Modell aus dieser Punktwolke und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, weil so ein Modell kann man weder mit einem Smartphone noch mit irgendeiner Virtual Reality Simulation wiedergeben. Das ist nun mal so. Das ist so ähnlich wie im Automotive-Bereich, wenn man CAD-Daten hat, die sind auch so riesig, dass man die erstmal gar nicht weiterverarbeiten kann. Und wir haben uns darauf spezialisiert, solche Daten so aufzubereiten, dass man sie auf jedem Endgerät sich angucken kann. Mhm. Das ist sozusagen das, was wir tun. Wie wird man eigentlich Visualistik-Experte? Heißt das so? Wie bezeichnest du dich selber als Beruf? Was machst du? Schwierig. man weiß, er ist ein Bäcker. Egal wie modern er ist, er bleibt immer noch ein Bäcker. Aber bei dir ist, ich weiß, dass du Architektur erstmal angefangen hast oder studiert hast. Ich habe Architektur studiert. Genau, und jetzt machst du komplett was anderes. Als Architekt entwirft man ja Gebäude. Und im Grunde ist es so, dass ich heute auch Sachen entwerfe, bloß keine Gebäude, sondern Softwarekonzepte, Stories, Filme. Da muss man auch Architekt sein irgendwo, ne? Auch wenn man Software programmiert. Auch planen können, ja. Und auch strukturieren. Ja, und auch Schritte nach vorne denken, also mehrere Schritte vorausdenken. Man muss sozusagen das Bild, was man von dem oder das, was man machen möchte, muss man schon vor Augen haben, um es dann Schritt für Schritt umzusetzen. Und man muss da sehr viel Geduld haben. Ich sag mal, früher habe ich mich Visualist oder 3D-Artist genannt. Das war noch in der Zeit, bevor virtuelle Realität kam. Da war es so, dass wir ja Filme und Bilder und auch große Illustrationen von Fantasy-Umgebungen damals schon gemacht haben. Ich weiß, dass du einen Film für Hollywood produziert hast oder mitgewirkt hast, wo du auch die ganze Animation gemacht hast. Es war so ein surreal Computer, Krieg der Sterne, nicht Krieg der Sterne, Interstellar. Interstellar. Da haben wir aber nichts produziert. Wir haben fürs MDR, für die Sendung echt, oh, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht, sorry. Gut, MDR gehört zu der öffentlichen. Für die haben wir die Spezialeffekte gemacht und haben so 3D-Animationen von der Zerstörung Magdeburgs gemacht und Sachsen-Anhalts mit der Deutschlands. Und wie das aussehen würde, auf einen gewissen Zeitraum bezogen. Aber für Interstellar haben wir keinen Film produziert. Für Interstellar haben wir eine interaktive virtuelle Webseite von der Raumstation gemacht, sodass man sich im Browser durch die Raumstation durchfliegen kann, so wie in einem Computerspiel. Das war zu der Zeit absolut bahnbrechend, weil die Technologie für einen Browser, die kam gerade erst raus. Und da haben wir schon diese Raumstationen so aufbereitet, dass man da durchfliegen kann im Browser ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das ein Film ist. Also das kam mir dann so nach und nach, war dann klar, okay, das ist ein Film, Interstellar. Und dann war ich im Kino und habe den Film erst gesehen, als das Projekt schon längst abgeschlossen war. Und dann ist man natürlich sehr erfreut und auch sehr begeistert und stolz, dass man da mitmachen durfte, weil es ist auch einer der besten Science-Fiction-Filme, die ich so kenne. Von daher, ja, tolles Projekt. Man hört ganz viel von künstlicher Intelligenz. Wo geht's die Reise hin? Was, wenn wir in 2 Jahren, wenn wir noch in einer Rede leben, noch leben? Oder müssen wir alle diese Brille tragen und vielleicht ein Bäckerbrot doch mit der künstlichen Hand nehmen? Oder wie funktioniert das? Künstliches Essen, ja, das fetzt, glaube ich, nicht. Nee, ich sehe das ganz entspannt. Ich glaube. Aber viele Leute haben Angst davor, oder? Ja, es gibt viele Vorbehalte. Aber die Entwicklung ist so langsam,
zum Leidwesen für mich, weil ich möchte eigentlich immer ganz noch viel, viel schneller ans Ziel kommen und viel schneller Ergebnisse erzielen. Aber die Entwicklung, die technische Entwicklung ist langsam und auch sozusagen, wo man, welche Anwendungsfelder es gibt. Das muss man erstmal rausfinden und entwickeln. Und für jeden, der halt kommt und sagt, ja, ich möchte das gerne mal probieren, gibt es ja wieder ein anderes Anwendungsszenario. Das heißt, jedes Mal entwickelt man eine neue Story, neue virtuelle Realität und neue, ich sag mal, Eigenschaften. Und deswegen ist das so ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ich bin sowieso der Meinung, wir leben alle irgendwo schon in so einer Art virtuellen Realität. Jeder sitzt vor seinem Handy und guckt bei Facebook und das ist ja schon virtuell. Ne? Man taucht da ein in Gespräche oder in Orte, wo man vielleicht noch nicht war, ne? In Fotos, in Fotoserien. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Ne? Nur, dass man da bei meiner virtuellen Realität dann wirklich richtig in einer anderen Welt ist. Aber es ist eben so, man kann die Brille ja auch nicht 24 Stunden am Tag aufhaben. Es gibt solche Contests, wo das die Leute wirklich machen, aber es läuft darauf hinaus bei uns, dass wir für ein ganz spezielles Anwendungsszenario eine Lösung finden. Nehmen wir mal an, man will eine Maschine erlernen, dann mache ich nicht die ganze Maschine virtuell, sondern ich mache nur einen Prozessschritt virtuell, wie ich einen bestimmten Ablauf mache. Und das ist halt sehr, sehr begrenzt und sehr auf aber speziell. Damit kann ich üben, kann ich vorher damit üben? Damit kann ich üben vorher, aber eben nicht. Es ist nicht so, dass quasi jetzt schon parallel die virtuelle Realität wie in einer Matrix entsteht. Das ist nicht so. Das heißt, im Grunde muss man keine Angst haben davor, weil es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Es ist ganz harmlos. Es ist eher was, wo man halt lernen kann und wo man oder halt virtuell was erleben kann. Ja, es gibt ja ganz viele Anwendungen mittlerweile. Also, ja. Hat ein Bäcker Angst vor der virtuellen Realität? Nein, wieso? Weiß ich nicht. Irgendwann kann das auch erobern und du kannst du nicht mal richtig backen, sondern musst du virtuell backen. Ich weiß es nicht, wo die Reise hingeht. Denkt man schon mal so in die Zukunft. Was gibt es die Produkte von morgen, von übermorgen? Was gibt es noch als Bäcker? Was kann man noch entwickeln? Was kann man noch entwickeln? Ja, wir haben ja ein Brotkonzept, was sich ständig verändert. Da entwickeln wir ja, es ändern sich Rohstoffe, da müssen wir ja auch dranbleiben. Es gibt Qualitätsverbesserungen, es gibt neue Anforderungen, es gibt neue Richtlinien, die von der EU zum Beispiel vorgegeben werden. Da ist immer wieder Entwicklungsarbeit notwendig. Immer wieder Anpassungen sind bei uns auch. Da ist viel aber es wird nicht zu viel reguliert? Hast du den Eindruck, es ist Manchmal wird zu viel reguliert, finde ich. Vieles finde ich aber auch richtig. Man hat die Salzreduktion sich angeguckt. Wir sind dort schon, wir haben es eingestellt. Das heißt, 1,2% Salz in einem fertigen Produkt haben wir angepasst. Das ist gerade noch so, dass es schmeckt okay. Ja, ist für die Menschen in Ordnung. Finde ich, ist richtig, dass dort reguliert wurde. Aber da fallen natürlich ein paar traditionelle Sachen wie in Bayern die Brezel. Die kriegt ja zum Beispiel zu mal hart einen auf die Decke, dass da nicht so viel Salz drauf darf. Okay. Ist an der Stelle ein bisschen schade, aber man möchte dort Verbraucherschutz betreiben, auf eine Art und Weise, die ich es richtig finde. Hat ein Bäcker noch Freizeit? Ich kann nur falsche Sachen antworten. Nein. Also man kann sich das gestalten, wie man möchte. Ja, jeder kann sich nach 8 Stunden irgendwo aus der Affäre ziehen, wie man möchte. Aber meine Intention arbeitet ist... Arbeitet ein Bäcker 8 Stunden? Oder? Nein. Nee, eigentlich nicht, oder? Ich arbeite mehr. Ja. Ja, es geht immer noch dabei, dass ich noch ein paar Gastrokunden mitbetreue. Und ich gebe mir Mühe, so einmal im Monat bei jedem mal vorbeizuschauen und mal zu horchen, wie geht's, machen die Produkte, was macht ihr mit unseren Produkten? Das möchte ich ja auch wissen. Ich möchte ja nicht jedem einfach nur wahllos Sachen in die Hand geben, die er weiterverarbeitet. Und das passt eigentlich gar nicht. Das ist nicht so, da habe ich so viel Passion und da versteckt zu viel Leidenschaft in meinen Sachen, wo ich dann auch sicher gehen möchte, dass die Leute richtig damit umgehen. Mhm. Gibt es ein Lieblingsprodukt von dir? Was schmeckt dir am besten? Was würdest du uns empfehlen als quasi Laien jetzt von der neuen Produktserie? Wir machen ja ein Kundenvoting, immer wenn unser Brotkonzept... Kundenvoting, also. Ja, ich stelle da QR-Codes im Laden auf, die kannst du einscannen und dann wirst du an einem Formular weitergeleitet, trägst dich ein. Und machen sie das? Machen die Leute das? Wir hatten dieses Jahr von allen 3 Bäckereien, die machen die beste Beteiligung hier in Magdeburg. Bin ich sehr stolz drauf, dass ich die beiden Gemeinden in Sachsen schlagen konnte. Wir haben da über 150 Teilnehmer in Magdeburg gehabt, die sich über den Link aufs Formular von Google begeben haben oder abgestimmt haben. Man konnte auch noch ein Brot gewinnen. Ich muss gerade das noch auslosen und die Gewinncodes per Mail verschicken. Sie hören, meine Damen und Herren, Gewinncodes und alles ganz ordentlich modern, ja.
Ja, es muss doch ordentlich sein. Es muss doch transparent und ordentlich für die modernen Kunden sein. Wir wollen ja die Kunden von morgen. Das ist wieder das Thema. Du musst das alles ordentlich mit Liebe betreuen. Ansonsten brauchst du so einen Gewinnspiel auch gar nicht machen und da so viel Werbung für betreiben. Und kommen wir zurück zum Brot. Das ist eins meiner Lieblingsbrote und ein sehr schönes Brot, was wir entwickelt haben. Das ist das Tomate-Butter-Milchbrot. Das geht wirklich immer. Also, das ist ein sehr schönes Brot. Gibt es ständig ein Angebot oder? Wir haben doch wirklich Bürogemeinschaften, die dann kommen und 10 Stück bestellen, dann mache ich einen kurzen Facebook-Post, suche da mal ein altes Hochglanzfoto raus. Ja, das ist auch so eine Affinität von mir. Mittlerweile liegen Spiegelreflexkameras in der Produktion. Wir machen Fotos von Teig, fertige Produktbilder, Bilder aus dem Ofen. So. Das ist halt für das Marketing wirklich mir sehr wichtig. Ein vernünftiges Bild auf einer Website, in Social Media, das ist ja noch so ein bisschen dein Schwerpunkt, um eine Produktpräsentation zu machen. Das ist mittlerweile das A und O geworden, um rauszugehen, um die Idee hinter der Theke, von hinter der Theke über den Ladentisch an den Kunden zu bringen, der ja auch überall gehetzt ist. Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Jeder muss sich ja seine Zeit irgendwie gucken, wo er sie herkriegt. Und da ist, ist das entstanden und das Tomate-Butter-Milch ist wirklich, das gibt es sogar als Briefmarke bei uns. Als Briefmarke? Ja, es gibt ja hier in Sachsen-Anhalt einen regionalen Posthersteller oder Postdienstleister und bei dem kann man Briefmarkenserien auflegen lassen, in Kleinauflage, und da gibt es sogar das Tomate-Butter-Milchbrot als Briefmarke. Und das wird angenommen? Ja, da hängt ein Postkasten von denen bei uns an der Firma um die Ecke. Und die darüber verschicken Kunden viel. Und es gibt auch Sammler, die extra zu uns kommen und sich ein Tomate-Butter-Milch-Brot-Briefmarke hinlegen. Gibt es viele jüngere, gibt es viele ältere Kunden? Wie verteilt sich das? Es verteilt sich und mischt sich sehr bunt. Die Kunden, die schon immer zu uns kommen, die halten uns die Treue, weil wir schon ein tolles Augenmerk auf qualitativ hochwertige Produkte gelegt haben. Man muss, ehrlicherweise, nach Meizendorf fahren, diese Bäckerei zu erleben. Oder gibt es auch in Magdeburg Filialen? Nein, Filialen direkt nicht. Noch nicht. Das ist eine Möglichkeit vielleicht. Da ist die Expansion wird gebremst durch den ausgelasteten Arbeitsmarkt. Das ist ja ein ganz großes Thema. Wir haben am meisten noch von der Gemeinde 20 Parkplätze vor der Tür gekriegt. Wir haben noch einen Fleischer- und Blumenladen, die auch sehr gut sind. Und das bringt unheimlich den Zulauf, die Bequemlichkeit zu haben. Wir sind ja innerhalb von 15 Minuten vom Stadtzentrum aus zu erreichen. Ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn man es möchte. Und dadurch, dass sich auch die jüngere Bevölkerung so um die 30 ringsrum jetzt in die Speckgürtel der Stadt zieht oder in die Gemeinden außen ringsrum, dort werden entstehen. Das wollen wir nicht hören. Wir wollen, dass die Leute in der Stadt bleiben. Wir wollen auch, dass die Leute hier was erleben und nicht woanders hinziehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zusatzangebot, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Nee, das ist Zusatz. Es war die Frage jetzt, wie verteilt sich die Kunden? Also sind die mehr jüngere oder mehr ältere? Es verteilt sich komplett quer durch alle Altersgruppen. Aber auch die Eltern nehmen das mit QR-Codes in Anspruch und die voten auch mit, oder? Ja, würde man sich wundern. Wir haben ja auch ein Retourenmanagement, bei dem man per App quasi eine Feierabendtüte kauft mit übrig gebliebenen Backwaren. Und selbst da habe ich Leute, die um die 60 sind, die App am Laufen haben und mit der App bezahlen bei mir im Laden. Die sich mit ihrer Kreditkarte registrieren, wo ja vor allen Dingen ältere Menschen sehr argwöhnisch sind, wenn sie ihre Konto- oder Kontaktdaten irgendwo eingeben sollen. Was ja eigentlich sehr sicher ist vom Bezahlen her. Selbst die haben mittlerweile Smartphones, wo sie mir die App vor die Nase halten und sagen, hier, ich habe gekauft, ich möchte bitte meine Ware haben. Also, wir werden nächstes Mal vielleicht live bei dir nochmal ein Brot kosten. Wie geht es bei dir die Reise hin? Wo entwickelt sich die ganze Virtual Reality? Was können wir noch erwarten und was können wir hier in Magdeburg vielleicht noch erleben? Wir haben gehört, eine Senioren-App wird demnächst von dir entwickelt oder mitentwickelt. Und was gibt es noch? Den Dom haben wir auch noch gehört, wird in der Vergangenheit nochmal diese Schlacht von Magdeburg nochmal entwickelt. Was wird denn noch? Ich denke, es wird noch sehr, sehr viele verschiedene Themen gehen, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es ist eben so, es gibt ja zwei verschiedene Technologien, die so ein bisschen miteinander verwandt sind, nämlich Virtual Reality und Augmented Reality. Und wir entwickeln ja auch Augmented Reality Apps. Vielleicht sollte man erklären, was Augmented Reality ist. Also Virtual Reality haben wir gehört, mit der Brille kann ich in eine andere Welt eintauchen. Und was ist Augmented Reality? Augmented Reality ist, wenn man ein 3D-Modell sich direkt in den Raum stellt, also wirklich wie ein Hologramm. Mhm.
Im Moment gerade läuft das nur über Smartphones und Tablets. Das heißt, man guckt wie durch ein Fenster, sieht die Umgebung, die reale, und stellt sich dann dort ein 3D-Element rein. Das kann aber auch realistisch aussehen. Das kann ein Auto sein, das kann in dem Fall, was wir hergestellt haben, eine Anatomie sein von einem Menschen, wo man dann die Haut ausblenden kann, um sich die Organe anzugucken. Und diese beiden Technologien, die wechseln sich so ein bisschen ab in der Wertigkeit. Ne? Das heißt, manchmal ist Virtual Reality gefragter, manchmal ist Augmented Reality gefragter, und es kommen immer wieder neue Geräte raus zu beiden Technologien. Neue Brillen, die kein Kabel mehr brauchen, die keine Sensoren mehr brauchen, die mich einmessen in der virtuellen Welt, aber auch neue Brillen für Augmented Reality. Da kommen jetzt die ersten Brillen, sind jetzt raus. Da gibt es von Microsoft eine und noch von einem anderen Hersteller. Jedenfalls keine Hersteller. Wahnsinnig teuer, die Geräte, und deswegen gibt es eigentlich noch keine Brillen für Augmented Reality. Ja. Und alle machen es mit Smartphones und mit Tablets. Und das funktioniert letztendlich auch. Es funktioniert super, ja. So als würde es dann direkt hier auf dem Tisch stehen. Ich habe die App natürlich immer mit dabei. Wir können heute jetzt nicht mal ausprobieren. Ja. Mich interessiert, wir haben gehört, dein Bäcker hat nie Freizeit. Hat ein Virtual Artist doch Freizeit? Kann er sich in eine normale Welt noch mal bewegen, oder ist das alles surreal? Im Grunde ist es so, dass man ohne eine sehr, sehr gute Struktur und Organisation solche komplexen Projekte gar nicht abarbeiten kann. Das heißt, ich brauche genau das Gegenteil von dem, was Chaos ist, um ein großes Projekt in den Größenordnungen, in denen wir arbeiten, umsetzen zu können. So ist das nun mal. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Feierabend, schlafe dann 10 Stunden und manchmal auch nur 8 oder auch manchmal nur 5 Stunden. Es kommt drauf an. Manchmal gibt es ja auch Projekte, die abends dann noch erledigt werden müssen. Also Freizeit habe ich im Grunde auch nicht, aber einen gesunden Lebensrhythmus, den habe ich. Und es macht Spaß. Macht super Spaß. Und in Magdeburg leben macht sowieso Spaß. Nicht am Rand, absolut, sondern in Speckgürtel, sondern hier in Magdeburg. Meine Damen und Herren, leider ist die Zeit schon vorbei. Unsere wunderbare Gespräche hier mit der surreellen Spezialisten, aber doch in eine normale Welt, wo man Hand und Fuß und auch ein Bäckerberuf oder vielleicht auch ein Virtual Artist sein kann. Ich darf mich bei euch bedanken, dass ihr da wart. Ich habe hier 2 kleine Geschenke. Unser neues Dommuseum Ottonianum hat eröffnet, und dort gibt es eine exklusive Medaille, die wir produziert haben. Und das ist für euch als kleines Geschenk. Und natürlich kann auch nicht fehlen unser Kochbuch, was wir hier mit dem offenen Kanal produziert haben, ist auch eine Sendung im Opernhaus. Ich freue mich immer wieder, wenn wir dort Gäste begrüßen können. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie real oder in einer virtuellen Welt, wer weiß, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall, es lohnt sich, in der Bäckerei mal vorbeizuschauen oder auch diese Senioren-App zu benutzen. Und bleiben Sie uns treu hier in Ottos Wohnzimmer. Vielen Dank, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke euch, das ist für euch. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.